Willkommen zurück zu East-Fire Chronicles, meinem Let's Play davon. Ich bin euer Jack und beim letzten Mal haben wir einen großen, bösen, nicht ganz so schweren Boss besiegt, aber es war auch nur der erste Boss in der Mine und unsere Freundin Lilia geheilt mit einem Trank, den wir aus zwei Blumen gemacht haben, beziehungsweise eine Blume und eine Birne. Die Musik. Original ist doch bestimmt ganz nett. Und wir haben mit Gila hier gesprochen, in seinem Haus, Gilas Haus. Und er hat ein Problem mit Dämonen in seinem Keller. Schauen wir uns mal an, was hier abgeht. A sense of evil permeates. Permeates this place. Hier stimmt Tatsache irgendwas nicht. Wenn wir aufs Fass drauf, aber hier kommt man nicht weiter, außer man benutzt ein Item. Und zwar kommt hier die Evil Bell zum Einsatz. Norman is looking bell, shaped like a skull. It's evil, sound summons demons. Nutzen wir das doch mal. Oh, falscher Button. There was a distinct sense of something ominous. Und saß the side of the wall. Okay. Und da kommen Dämonen raus. Ziemlich viele. Ja. Wir können die bekämpfen, müssen aber nicht. Es gibt einen Erfolg, wenn wir alle bekämpfen, beziehungsweise die spawnen ja an sich immer nach. Aber wenn man genug gekillt hat, dann hören die irgendwann auf nachzuspawnen. Und dann ist praktisch der Auftrag erledigt mit Gilas Dämonen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt erledigen werden, weil das ja doch ein bisschen dauert, bis wir hier irgendwas gekillt bekommen. Und ich glaube, das werden wir ja ein andermal machen. Aber jetzt sind wir wieder im Sanctuary. Auf der anderen Seite von dem eingestürzten Gang hier. It's been completely buried under rubble. Mal gucken, was wir dann hier noch finden. Wahrscheinlich das, was uns noch fehlt. Die letzte Statue. I am Priest Fact. Hear my words. You who have gathered the books of ease. It is good that you have come. The demon's strength grows daily, and soon the powers we've been granted will be no more. They still function by the grace and protection of the goddesses, but their time grows to a close, bit by bit. If the demons are not stopped, their reign of chaos and destruction shall expand and consume everything, glaube ich. But you, warrior, may yet bring peace. Solomon Shrine hides the source of all. Go there and put an end to he who governs this evil. A relic exists, granted by the goddesses. It is known as the Scroll of Guidance. Each of the goddesses' statues is blessed by their will and favor. Stand before them and read it, and the way shall be made plain to see. First, find their graven image in Mundoria to receive their wisdom. For now, it is merely blank paper. But open it before the statues and you will be told what you must do. Wir haben jetzt eine Schriftrolle bekommen. The Quiet Scroll of Guidance, die wir vor so einer Göttinnenstatue lesen sollen. Now the sealed door to Solomon Shrine shall be opened. Ah ja, da war ja eine Tür. A loud noise echoed from somewhere in the distance. Lautes Geräusch in der Distanz. Und eine Heilung. Ja, haben wir jetzt hier die krasse Schriftrolle. When read before the goddess of statues, their guidance will be granted. Gucken wir da drauf. Die Schriftrolle ist leer. Die soll sich füllen, wenn wir mit so einer Statue reden. Was wir auch als erstes machen werden, sobald wir hier mal rauskommen, eventuell. Müssen aber alle Viecher mal weglocken. Oh Gott, das viele. Ich habe keine Lust zu sterben. Die machen uns noch ziemlich viel Schaden. So, gehen wir mit dem. Hä? What's that? Oh crap, it's those blasted demons again. Demons in my basement. A whole mess of them. Whatever shall I do? Hey, you seem like someone who knows his way around the sword. You mind getting rid of them for me? Ich kann nicht mehr mit dem Schwert umgehen. Ich kann nur mit Feuerbällen umgehen. Schwerter war nie meine Stärke. Edel. Ja gut, merken wir uns mal, dass wir bei Gila noch seine Dämonen im Keller
alle erledigen, bevor sie ihn töten werden. Wenn wir stärker sind. Ansonsten gehen wir zu den Statuen. Nein, wir haben Geld. Also schauen wir uns erstmal im Laden um, ob wir uns da was Cooles kaufen können. Beim Guido. Welcome, I sell swords, shields and armor here. My stock is a bit low right now, but I do feel free to look around. If I had some iron ore, I'm sure I'd be able to stock better weapons and armor. But I stand by what I have. Hey now, is that the unmistakable glint of iron ore I see? Or do my eyes deceive me? I haven't seen iron around here in a long, long time. I bet Laszlo could really use some of that iron for smithing. What do you say? Would you sell it to me? 3000 für ein Stück Eisen? Klar! Stolt iron ore. Thanks, so just what we need to make some quality merchandise. Ich glaube übrigens, wir können dieses Spiel nicht wie im ersten Teil falschen, wenn wir einfach die kleinen und wieder accepten. Das ging nur bei Pim. Beziehungsweise nur bei Leuten mit so einem Haarschnitt wie Pim. So, we have some fine swords, always remember, ja, kennen wir schon, Talva. 5000 Gold, hey! So, jetzt ist die Frage, kaufen wir uns einfach ein besseres Schwert? Oder kaufen wir uns Rüstung, wodurch wir mehr aushalten? Ah, gib uns das Schwert. Purchase Talva! Wir brauchen keine Rüstung, wir sind edel. Evil Tint of Sink of Shields, ja, kennen wir auch schon. Was würde denn das nächste Schild kosten? 1500, oh ja, das ist. Large Shield 6000. Das ist ja teurer als das Schwert. What the fuck? Ah ja, der hat nur Chainmail. Da sollte er doch jetzt eigentlich bessere Rüstung verkaufen können, oder nicht? Come again, please. Genau. Nein. Escape, bitte. Equip. So, gucken wir mal. Neues Schwert erhöht unseren Schaden um 10 Punkte statt 5 Punkte, wie das Langschwert uns erhöht hat. Talva, a sword from the far east. Its exquisite curved blade is extremely sharp. Ja, da sind wir schon beim Talva. In East 1 hatten wir ein Dungeon dafür gebraucht, bis wir das hatten. Also doch nicht so ein großer Unterschied. Allerdings sind wir verdammt wehrlos. Mit Grundequip. 59 Defense. Könnten wir noch eventuell höher machen, aber ein paar Level-Ups sollten da auch schon das Ding schaffen. Und ich glaube, ich stelle mich mal kurz hin, lasse die Musik spielen und heile mich in der Zeit mal kurz hoch. So, reicht dann auch wieder. Es gibt hier noch eine Stelle, die wir machen können. Und zwar brauchen wir dafür die gute alte Spitzhacke. Schauen wir mal, wo diese Stelle überhaupt war. Das war irgendwo mit einer Kiste dahinter. Ja. Oh, hier ist übrigens noch eine Steintafel. Acquired Ancient Tablet. Das habe ich ja ganz vergessen mitzunehmen. Können wir auch mal lesen. Ja. Stone Destroying the Books of East and the Sanctuary of Tor. Ja, ich glaube, das sagt uns. Also, following is written in the Ruin Letters on the Tablet. Es sagt uns praktisch, dass wir die Bücher abgeben sollen an die Statuen. The words of the priest lie within the six books, and the power will lead the hero to this land. Below ground is a door, sealed shut to halt the demons advance. When the books have been restored to their rightful owners, die Statuen, the seal will be released. Ja. Nur so praktisch extra Info. Hier ist mal die Spitzhacke. Schau mal, wo wir hier Wände prügeln können. Noch weiter rechts, perhaps. Doch, das war doch hier. Ja, genau. Hier war der Riss. So, und dann ist hier eine kleine Kackkiste. Quiet Bestial Potion. Das kennt man vielleicht noch aus dem ersten Teil, was die macht. A vial filled with a murky blue liquid gives insight on defeated enemies. Genau. Trinken wir. Und haben jetzt Daten über Gegner, wenn wir die killen. Beziehungsweise können die sammeln, erstmal Stück für Stück. Und die Daten werden halt immer kompletter, je mehr Gegner wir killen werden. Zum Beispiel bei den roten Viechern sieht man rechts, fehlt uns nur noch die Stärke an Wissen über diesen Gegner.
Und hier gibt es halt auch wie im ersten Teil ein Steam-Achievement, was man folgen kann, wo man alle Gegner komplett analysiert. Und das ist anstrengend, aber gibt gut Gold. Aber gehen wir erstmal den neuen coolen langen Gang lang hier, der sie hier eröffnet habt durch die Bücher. Und der ist echt lang. Oh, wird hier blau. Eine lange Treppe. Und Eis. So, he's received the guidance of the priest, says he. Seems to have an excess of courage, that human. Spooky music. And what of the preparations for the ceremony? I see. Take the offering to the bell tower. I shall ring the bell. You are to keep the flow of sacrifices constant. The young swordsman is purse shown to him by the priests. Are you convinced yet that he may be a threat to our ambitions? Und das Ding dahinter hat ein Gesicht. Und da sind wir auch schon in der Ice Ridge of Noltia. Die Eiswand von Noltia, wie man oben rechts im Titel sehen kann. Mit cooler neuer Musik. Hört sich im Original natürlich auch echt sick an. Aber wir gehen auf Chronicles. Hört sich nochmal einen Tick lustiger an. Und neue Gegner. Neue Erfahrungspunkte für uns. Die nehmen wir gerne mit. Und das ist auch schon unser nächster Dungeon hier. Und man sieht vielleicht auch, man wird praktisch direkt in den nächsten Dungeon gefeuert. Also East 2 ist um einiges linearer als der erste Teil, wo man noch ein bisschen Open World hatte. Hier geht es ziemlich geradeaus durch, an sich. Aber gut, zurück zum Spiel. Hier kommen wir nicht hoch. Hier ist Glatteis. Eine Treppe komplett mit Eis umgeben oder so ein Zeug. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und nicht an den Schirms sterben, das wäre auch toll. So, von da kamen wir. Dann gehen wir mal hier hoch. Schauen, was wir hier so finden. Dann kommen wir wieder zurück. Schießen einfach mal ab und an ein paar random Feuerbälle durch die Gegend. Treffen vielleicht noch was. Und ja, der Level dann geht. Ja. Level up, danke. Schauen wir mal hier oben. Ein Baum. Und noch mehr Schrimps. Die wir ziemlich schnell töten können mittlerweile. Das ist gut. So, was haben wir hier? Hier haben wir. Natürlich gar nichts. Hier ist nichts. Gar nichts. Das ist auch toll. Jetzt gibt es hier sonst noch so eine Stelle. Genau, hier kommen wir nicht weiter. Da brauchen wir irgendwas. Oh, nicht der Schrimp. Dann ist irgendwo unten links in diesem Gebiet. Das weiß ich noch. Also wenn wir mal hier hochgehen. Nein, wenn wir mal hier. Wenn wir mal hier hochgehen. Aber nichts. Ah, neue Gegner. Das bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Und Schaden. Das bedeutet, wir sind auch auf dem richtigen Weg. Können ja mal ein paar so tollen Äpfel hier fressen. Sind die auch schon weg. 15 HP stellen die wieder her. Mit dem Schwert kämpfen ist mir jetzt zu gefährlich. Ich werde, glaube ich, wirklich beim Stab jetzt hauptsächlich bleiben, da der sehr zuverlässig ist. Und Mana jetzt nicht so ein Problem ist. So, dann müssen wir, glaube ich, hier runter. Oh, kriegen wir den? Jawohl. Sehr schön. Und da haben wir auch schon was Schönes. A Cryot Blizzard Bolt. Ja. Und was wir mit dieser Blizzard Bolt machen können. Frozen Ice Crystals. If used in a moist atmosphere, the water will solidify. Was wir damit machen können, erfahren wir im nächsten Part von East 2, denn hier werde ich erstmal wieder aufhören. Wir sehen uns dann im nächsten Part halt. Bis dann!